Großgröße am schärfsten ist der Titel dieses Vortrags. Es geht um den Kosmos. Das ist ein Thema, was mich selbst seit jeher interessiert. Ich bin im Alter von 16 Jahren sozusagen nicht in die lokalen Cafés gerannt, wie viele andere meiner Freunde, sondern ich habe nachts das kleine Teleskop, was mein Vater besaß, genommen und mich aufs Feld gestellt. Es war mir dann schnell klar, dass dieses Ding nicht viel taugt. Habe mich also halt in einem Sternwartenverein dann bemüht, an ein größeres Teleskop zu kommen. Und das war dann eigentlich sozusagen das, was ich mein Leben über gemacht habe. Groß, größer, am schärfsten. Sie sehen hier das Teleskop, mit dem ich heute beobachte. Also beziehungsweise nicht heute, aber zum Beispiel in anderthalb Monaten wieder. Das ist das Very Large Telescope in Chile. Und das Thema, das reiht sich sozusagen in die Galileo-Reihe sehr, sehr gut ein, weil eben Galilei der Erste war, der ein Teleskop an den Himmel hat schauen lassen. Wenn wir uns mal überlegen, was sehen wir denn so am Himmel? Also wenn man jetzt sozusagen nicht ganz betrunken ist und an den Himmel schaut, dann ein paar Himmelskörper kann jeder sehen. Zum Beispiel diesen orangenen Ball, der heute doch sehr viel Wärme erzeugt, die Sonne. Des Weiteren sicherlich fällt jedem ein der Mond. Nachts sieht man sehr viele Sterne, das ist das Hintergrundbild. Und unter diesen Sternen gibt es fünf, die habe ich hier rausgemalt, die man mit bloßem Auge sehen kann und die ihre Position zu den anderen Sternen ein bisschen verändern. Also die sich nicht in Sternbilder gruppieren lassen, das sind sogenannte Wandersterne oder griechisch Planeten. Davon gibt es im Sonnensystem ein paar mehr, aber fünf sind mit bloßem Auge sichtbar. Ab und zu ist mal ein Komet zu sehen, das leuchtet am Himmel. Manchmal blitzt es am Himmel. Manchmal gibt es Polarlichter, manchmal Sternschnuppen. Diese Dinge hier unten, die haben überhaupt nichts mit dem Kosmos zu tun. Das ist einfach nur in der Erdatmosphäre maximal 100 Kilometer hoch oder so. Also da lernt man nicht viel, sondern wenn man sich überlegt, dass die Erde eben 12.000 Kilometer im Durchmesser ist, das ist also gerade 100 Kilometer nach oben, man würde das nicht wirklich als Weltraum bezeichnen. Die anderen Objekte hingegen, die sind eben wirklich im Weltall. Und das ist aber auch ungefähr das, was man so sieht. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, vielleicht, was kann man denn lernen, ja, wenn man nur so an den Himmel schaut. Und wir sind natürlich unglaublich gebildet, dadurch, dass wir Erdkundebücher verwenden, die natürlich über Jahrhunderte schon geschrieben wurden. Wenn wir es aber 500 Jahre zurückversetzen, dann ist das Thema doch sehr viel schwieriger, herauszufinden, wie denn der Kosmos aufgebaut ist. Und es gab eben eine ganz ausgezeichnete Idee im Jahre 1609, die war es nämlich, mit einem Fernrohr an den Himmel zu schauen. Diese Idee hatte Galilei. Sie sehen hier auch rechts eines seiner Teleskope. Er hat sehr, sehr viele Teleskope gebaut. Also ich nehme mal an, dass er sich sozusagen der Theorie nur so grundlegend bewusst war. Also nicht, dass er sozusagen sich das überlegt hat, sondern er war vermutlich sehr pragmatisch einfach versucht, wie man sowas macht und hat sich dann eben vorgekämpft, wie er das Teleskop immer besser und leistungsfähiger gemacht hat. Und er hat dann eine Fülle von Entdeckungen gemacht. Ich habe hier die Liste aufgetragen. Ich habe die versucht, aus dem Kopf zu erstellen, habe danach nachgeschaut und bis auf einen Punkt wusste ich alle auswendig. Also das Erste, was man machen kann, ist, man kann den Krater auf dem Mond sehen. Ja? Also wenn Sie den Mond mit bloßem Auge ansehen, ist das eine Scheibe, aber Sie sehen nicht, dass da Krater drauf sind. Der nächste Punkt ist, man sieht Sonnenflecken, man sieht Flecken auf der Sonne. Das ist ein bisschen gefährlich und Galileo hatte Glück, dass er ein kleines Teleskop nur hatte und er ist ja auch später erblindet, weil er eben sehr viel die Sonne direkt angeschaut hat. Man sieht, dass die Venus Phasen zeigt, genauso wie der Mond auch, also dass die Venus zu und abnimmt. Sie sehen das da rechts unten. Er hat gesehen, dass der Jupiter Monde hat. Er hat gesehen, dass der Jupiter einen roten Fleck hat, der offensichtlich vorbeizieht auf der Vorderseite. Er hat die Ringe des Saturn gesehen, hat sie zwar nicht als Ringe erkannt, aber gesehen, dass dieses Gebilde irgendwie komisch aussieht. Und er hat gesehen, dass die Milchstraße aus vielen Sternen besteht. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, was das alles bedeutet. Das ist unglaublich bedeutungsvoll für das Weltbild, was dahinter steht. Er hat den Mond sozusagen als Körper gesehen. Er hat zum ersten Mal die dreidimensionale Struktur gesehen, dass der Mond dreidimensional ist. Er hat gesehen, dass die Sonne nicht perfekt ist. Sie ist also nicht sozusagen einfach sondern sie ist vermutlich ein Gebilde, was wir auch mit Physik beschreiben können, wenn da Flecken drauf sind. Er hat gesehen, dass die Sonne rotiert, weil die Sonnenflecken eben nicht immer an der gleichen Stelle sind. Die Erklärung, warum die Venus Phasen zeigt, ist ziemlich eindeutig nur möglich, wenn die Venus um die Sonne kreist. Das ist natürlich, das hat das Weltbild natürlich sehr stark ins Wanken gebracht. Jupiter ist ein Körper, der rotiert und die Jupitermonde
umkreisen den Jupiter. Auch das ist natürlich schlimm für das damalige Weltbild, in dem die Erde im Mittelpunkt stand, weil da konnte man wirklich zuschauen. Diese Monde, die gehen in 3, 4 Tagen nach links und rechts. Und also das Teleskop konnte das zeigen und er konnte das eben auch seinen Kollegen von der Kirche zeigen, die da nicht besonders angetan waren von der Erfindung. Die Saturn hat er einfach nicht verstanden, glaube ich. Er hat einfach nicht gewusst, was er da sieht, warum dieser Planet so henkelförmig aussieht. Aber ich glaube, er hat sehr wohl verstanden, dass die Milchstraße ein Gebilde ist, was unglaublich viel größer ist, weil er eben gesehen hat, dass sie aus Sternen besteht. Ja? Also vorher hat er natürlich auch gewusst, dass es vielleicht 1000 Sterne am Himmel gibt, die er sehen kann. Und wenn er jetzt ein Stück Milchstraße sich mit dem Teleskop anschaut und das alles in Sterne auflöst, hat man vermutlich hat er erahnen können, dass die Milchstraße eben ein sehr, sehr viel größeres Gebilde ist. Also dass es nicht nur irgendwie am Himmel eine verspritzte Milch ist, ja, sondern dass es eben tatsächlich auch aus lauter Sternen besteht. Man muss sich mal vorstellen, ja, also ich glaube, niemand von den Leuten, die heute im Wissenschaftsbetrieb arbeiten, haben die Chance, so eine Entdeckung von dem Kaliber zu machen. Und das ist alles aus dieser einen simplen Idee resultiert, mit dem Teleskop mal an den Himmel zu schauen. Aber man muss auch sagen, er war natürlich nicht so genial, also dass er das alles komplett selbst gemacht hat. Nein, er hat natürlich auf Dinge aufgebaut. Und zum Beispiel die erste Formulierung eines Teleskops kommt von einem englischen Bischof, Robert Grosseteste, der wahrscheinlich 1175 geboren ist, 1253 ist er sicher gestorben. Und ich lese das einfach hier vor. Dieser Teil der Optik nämlich zeigt, wenn er vollständig bekannt ist, wie man Dinge, die sehr weit weg sind, so erscheinen lässt, als seien sie ganz nah, als wenn sie in der Nähe platziert wären. Kleine Dinge in der Ferne scheinen so groß, wie es uns gefällt, so dass es uns möglich sein könnte, die kleinsten Buchstaben auf unglaubliche Entfernung zu lesen oder Sand oder Körner oder Samen oder jegliche Art kleinster Gegenstände zu zählen. Der hatte offensichtlich eine Idee davon. Man sieht da unten von einem Schüler von ihm, der also die Optik, wie man sich das vorgestellt hat, aufgemalt hat. Also die Idee war da. Man muss auch sagen, dass in diesen Jahren die Menschen sich schon mit Linsen beholfen haben, um ihre Alterssehschwäche zu überwinden. Ja? Also sozusagen, das waren natürlich vermutlich relativ klunkige Dinge, ja? Also nicht so schön elegant geschliffene Linsen, wie wir sie heute haben. Aber im Prinzip sozusagen, Linsen waren schon vorhanden. Auch als Brenngläser wurden sie schon eingesetzt. Das erste Teleskop wurde 1608 gebaut. Und da sieht man schon ein Charakteristikum von Wissenschaft, nämlich auch damals, das ging Schlag auf Schlag. Ja? Also wenn jemand was Neues hat, dann dauert es nicht lang, bis sozusagen die Konkurrenz auch wach wird. Der Hans Lipperhey war sozusagen ein Holländer, hat als dieses Teleskop erfunden, einfach weil sehr viele Linsen in Holland hergestellt wurden. Und er hat ein Teleskop konstruiert, mit dem man eben in die Ferne schauen kann. Und da war sich sofort der Bedeutung bewusst für die Kriegsführung. Wenn man schnell erkennen kann, was am Horizont dafür ein Schiff ist, ob das Freund oder Feind ist, das hilft einem doch sehr, ob man die Mannschaft jetzt an die Kanonen schicken muss oder ob man den Kuchen backen soll. Und er hat sozusagen diese Erfindung, also natürlich auch publik gemacht. Ich glaube, innerhalb von dem einen Jahr, nachdem das Teleskop bekannt war, wurden schon nach Europa über 50 Stück verkauft. Also das Gerät erfreute sich sofort der Beliebtheit. Aber er hat nicht an den Himmel geschaut damit. Die Idee kam ihm nicht. Das war eben Galilei, der diese Idee hatte. Man muss auch natürlich sehen, dass Galilei vermutlich ein Mensch war, der eben Naturinteresse hatte, war Naturwissenschaftler. Ja, hat ja Fallexperimente und die Schwingexperimente in Kirchen und so weiter. Also von daher lag das nahe. Ja. Der hat natürlich kein Interesse daran gehabt, irgendwie im kriegerischen Bereich zu sein. Und er hat eben dann diesen Geniestreich machen können. Und ich weiß nicht, ob er sich sozusagen der Tragweite bewusst war, was er da auslöst, ja. Aber wenn man natürlich dann mal die Evidenz hat und sozusagen naturwissenschaftlich veranlagt ist, dann fällt es einem auch schwer, davon das zu widerrufen. Ja? Und ich kann gut verstehen, dass er dann irgendwann gesagt hat, und sie bewegt sich eben doch. Also er sieht das ja. Nun, wie funktioniert ein Fernrohr? Die Grundlage ist ein Stück Glas, was diese Form hat. Eine Linse hat eine lichtsammelnde Wirkung. Und man kann sich das so vorstellen, dass im Wesentlichen das Licht, was aus einer Richtung kommt, in einem Punkt gebündelt wird. Es ist so ähnlich, wie wenn Sie in die Ferne schauen. Wenn Sie zum Beispiel an den Mond schauen, dann kommt das ganze Licht parallel in Ihr Auge und es wird auf der Netzhaut an einem Punkt gebündelt. Das ist das Prinzip einer Linse. Und die Idee eines Fernrohrs ist dann relativ simpel. Man nehme zwei Linsen, dann kriegt man ein Fernrohr. Man kann diese Linsen eben so anordnen, dass deren Brennpunkt in einer Ebene zu liegen kommt. Das ist der Trick. Also zwei Linsen beliebig funktioniert nicht. Sie müssen die genau im richtigen Abstand zueinander hintun. Aber dann können Sie eben ein
ein Gerät erzeugen, was sozusagen also hier eine Richtungsinformation in eine Ortsinformation verwandelt und dann wieder in eine Richtungsinformation. Und wenn Sie jetzt mit dem Auge da hinschauen, dann können Sie sozusagen ganz entspannt in die Ferne schauen, also ins Unendliche, und Sie sehen, dass die Winkel, die hier auftreten, die sind durch diese Optik vergrößert worden. Also dieser kleine Winkel hier ist hier jetzt ein großer Winkel. Das heißt, die Dinge, die vorher nah beieinander waren im Winkel, sind jetzt durch einen großen Winkel getrennt, und das ist die Vergrößerung. Die Formel, die man dazu braucht, ist so simpel, die traue ich Ihnen allen zu. Das ist die eine Brennweite dividiert durch die andere Brennweite. Also es ist furchtbar simpel, die Vergrößerung eines Fernrohrs auszurechnen. Ein Fernrohr hat allerdings noch einen weiteren Effekt. Die Bilder werden heller. Wenn Sie sich hier anschauen, also unser Auge, wenn man nachts unterwegs ist, öffnet sich es vielleicht auf eine Größe von 0,5 cm, 5 mm. Die Fläche, die dem entspricht, ist sowas wie 0,2 Quadratzentimeter. Wenn Sie ins Kaufhaus gehen, ein Teleskopchen kaufen von 10 cm Durchmesser, haben Sie 79 Quadratzentimeter Fläche. Und wenn Sie das Verhältnis der beiden sehen, dann ist das ein Faktor 400. Und Sie sehen schon, da wird es gefährlich. Also es schmerzt ja schon, mit dem bloßen Auge in die Sonne zu schauen. Wenn Sie dann noch 400 Mal mehr Licht ins Auge kriegen, das wollen Sie nicht mehr. Also die Bilder werden heller, und das hilft natürlich vor allem für schwache Objekte, dass man die dann eben sehen kann. Und ein dritter Effekt ist, dass die Bilder auch schärfer werden. Und dazu muss man sozusagen im Prinzip die Optik verstehen. Schauen Sie zunächst vielleicht hier oben, da hat man sozusagen Lichtwellen, die von links auf eine Maske fallen. Die Maske ist sozusagen die Linse. Man kann sich ja vorstellen, das Licht vom Stern fällt auf die Erde. Überall ist die Erde undurchsichtig. Nur an einer Stelle ist eben diese Linse des Teleskops, und da geht es durch. Und das ist sozusagen genau hier gemalt. Und Sie sehen dann, dass da hinten das Bild nicht unendlich scharf wird, sondern dass der Punkt eine endliche Größe hat. Und die Größe dieses Punktes hängt jetzt davon ab, wie groß diese Einfallsöffnung ist. Das heißt, wenn Sie die größer machen, wird es schärfer. Und die Formel dazu ist auch wieder beliebig simpel: die Wellenlänge des Lichts dividiert durch den Durchmesser, den Sie sich leisten können. Das heißt, ein Teleskop hat also nicht nur die Funktion der Vergrößerung, sondern es gibt drei Funktionen, die ein Teleskop hat: größer, heller und schärfer. Größer ist sozusagen das Verhältnis der Brennweiten, heller ist einfach umso größer, umso besser. Schärfer ist auch umso größer, umso besser. Wenn Sie ins Kaufhaus gehen, beworben wird natürlich die Vergrößerung eines Teleskops. Das ist aber das, was am einfachsten zu erzeugen ist, weil Sie können sozusagen, Sie haben ja das Verhältnis von der einen Brennweite zur anderen. Wenn Sie die andere beliebig klein machen, können Sie die Vergrößerung beliebig groß machen. Ja? Also wenn Sie 100 durch 10 dividieren, kommt 10 raus. Wenn Sie 100 durch 1 dividieren, kommt 100 raus. Ja? Also sozusagen, Sie können mit dieser zweiten Linse, die da hinten dran ist, können Sie eine unsinnig hohe Vergrößerung erzeugen und so in der Werbung gut dastehen. Also darum sind Kaufhausteleskope immer mit der Vergrößerung beworben. Umgekehrt, wenn Ihnen jemand was über ein Teleskop erzählt und mit der Vergrößerung wirbt, kaufen Sie es ihm nicht ab. Er versteht eben nicht, was er verkauft. Die anderen Dinge bedeuten, dass man eine größere Linse braucht. Und das ist in der Regel teuer. Große Linsen zu erzeugen, ist natürlich teuer. Man kann auch überlegen, was für Grenzen es gibt. Zunächst mal bezüglich der Helligkeit gibt es eigentlich keine Grenze. Je größer Sie es bauen, umso besser wird es. Bei der Schärfe gibt es so eine natürliche Grenze. Das ist nämlich, wie scharf die Erdatmosphäre uns eigentlich erlaubt, hindurchzuschauen. Wenn Sie an so einem Sommertag über die Landstraße schauen, dann sehen Sie, dass die Luft so ein bisschen wabert darüber. Und diesen Effekt, den hat man eben auch, wenn man in den Himmel schaut. Und das bedeutet, dass das Bild nicht unendlich scharf sein kann. Und die Grenze, kann man ausrechnen, ist ungefähr bei 15 cm erreicht. Also wenn Sie ein Teleskop bauen, was größer als 15 cm ist, dann wird das Bild nicht mehr schärfer. Und bezüglich der Vergrößerung gilt die gleiche Grenze, dass es sozusagen ungefähr ein 4000stel Grad ist. Das Auge schafft etwa ein 40stel Grad zu sehen. Das ist so der Winkel, den ein Auge sehen kann. Das heißt also, wenn Sie mehr als 100 Mal vergrößern, dann vergrößern Sie nur noch das Gewackel, was die Lufthülle macht. Also ein Teleskop, was beworben wird mit tausendfacher Vergrößerung, das bringt Ihnen nichts mehr. Ja, Sie vergrößern sozusagen nur die Unschärfe. Also ein Teleskop hat sozusagen drei wesentliche Funktionen. Alle verbessern natürlich die Funktionen, die das Auge erstmal von sich aus mitbringt. Nun, aber Teleskope haben ihre Probleme, und das ist den Leuten auch sehr früh aufgefallen. Zum Beispiel gibt es Farbfehler. Wer Fotoobjektive kauft, der weiß natürlich genau, dass Linsen Farbfehler haben können. Und Sie sehen hier zum Beispiel hier ein schönes Beispiel von einer nicht besonders gut korrigierten Linse. Der Effekt ist einfach, dass verschiedenfarbiges Licht verschiedene Brennweiten hat, und dann werden die Bilder für verschiedene Farben nicht mehr scharf.
Und eine Möglichkeit sozusagen, das zu verbessern, war, immer längere Teleskope zu bauen, dann ist der Effekt schwächer. Und Sie sehen hier also, in historischer Zeit wurden also unglaublich lange Teleskope gebaut. Ja, das waren also 40 Meter. Die Linse war nicht groß, die diese hatten, ja, aber sie hatten sie sozusagen sehr, sehr weit auseinander. Irgendwann gab es dann sozusagen die Idee, naja, man kann auch die erste Linse aus zwei verschiedenen Glasstücken machen und dann kann man den Fehler perfekt korrigieren. Das ist das, was heute in jedem Fotoobjektiv drin ist. Und ich glaube sozusagen, der nächste große Schritt, den es dann gab, der wurde tatsächlich von jemand gemacht, der aus München stammt, Josef Fraunhofer. Er hat nämlich sozusagen an einen entscheidenden Punkt eingegriffen. Er hat sozusagen wie man praktisch mit dem Teleskop arbeiten kann, diesen Punkt hat er verbessert. Dadurch, dass er einfach wirklich sehr gute Linsen erzeugt hat. Also die Linsen waren sozusagen genau so, wie sie sein sollten von der Theorie. Und er hat das Teleskop auf eine sogenannte äquatoriale Montierung gestellt. Das bedeutet, dass eine Achse parallel zur Erdachse steht. Und die Rotation, die die Erde macht, die Sterne gehen auf und unter, die kann man dann ausgleichen, indem man um genau diese Achse nur dreht. Und das ist ein ganz großer Vorteil, wenn Sie mit einem Teleskop irgendwo hingucken. Die Sterne laufen permanent durch und Sie müssen das Ding immer nachstellen. Und wenn Sie das auf eine Achse stellen, dann müssen Sie nur an einer Achse drehen, beziehungsweise Sie machen einen Motor dran, der sich genau richtig dreht und dann bleibt das Bild stehen. Also ein sehr pragmatischer Ansatz, der aber natürlich die Beobachtungsmöglichkeiten sehr stark verbessert hat. Insbesondere, wenn man daran denkt, dass man mal ein Foto machen will von den Objekten. Also für die Fotografie war sozusagen das Festhalten des Bildes natürlich sehr wichtig. Nun, was ist die größte Linse, die es gibt auf der Welt? Ist hier der Rekordhalter, eine 1,02 Meter Linse. Sie sehen auf der linken Seite die Kuppel, die dazu nötig ist. Ich habe das Bild dazu getan, zu dem Teleskop, weil man in dem linken Bild die Größe nicht richtig abschätzen kann. Also der Tubus hat einen Durchmesser von ungefähr einem Meter. Und Sie sehen also, da ist das ist doch ein großes Gebäude für notwendig. Und sozusagen die Frage ist, warum ist man da nicht weitergegangen? Warum hat man nicht noch größere Linsen gebaut? Und es gibt sozusagen da leider eine Grenze des Wachstums. Und die liegt darin, dass die Masse der Linse, die wächst jetzt mit dem Volumen an. Also mit dem Durchmesser hoch 3. Während das Lichtsammelvermögen, das wächst nur mit der Fläche an. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel die Linse verdoppeln, dann wird das Gewicht 8-mal so groß, aber die Fläche wird nur 4-mal so groß. Das heißt, das wird immer ungünstiger, dieses Verhältnis. Und diese Linse, die da vorne drin ist, die wiegt bereits 225 Kilogramm. Ist also nicht mehr ganz leicht zu halten. Und das eigentliche Problem ist aber, dass sich diese Linse schon unter ihrem eigenen Gewicht verbiegt. Also die Linse ist sozusagen, wenn Sie sie in die Richtung gucken lassen oder in die, hat sie eine andere Form. Das heißt, die kann nicht mehr in jede Richtung scharf sein. Und dann wird es irgendwann impraktikabel. Und es wurden größere Linsen hergestellt, aber die wurden sozusagen dann nie verwendet. Und dieses Problem wurde 1896 entdeckt, während das Teleskop hier wurde 1893 eingeweiht. Also die haben das gebaut, haben festgestellt, das Bild ist nicht so scharf. Ja? Und nach 3 Jahren haben sie herausgefunden, na gut, die Linse, die ist... Nun, was tun? Und es zeigt sich, dass es eben sozusagen eine clevere Idee gibt, die kommt von Isaac Newton. Man kann auch mit Spiegeln Licht sammeln. Spiegel funktionieren genauso. Er hatte 1668 die entscheidende Idee dazu. Wenn ich so einen Rasierspiegel nehme, der ist im Prinzip auch ein Brennglas. Das ist nur ein bisschen ungeschickt. Wenn ich jetzt meinen Kopf hier hinhalte, dann schatte ich ja den Spiegel ab. Also das funktioniert so noch nicht. Aber die Lösung dazu ist so simpel. Ja? Sie bauen eben an der Stelle noch einen Umlenkspiegel, einen kleinen Spiegel in der Nähe des Brennpunkts, der das Licht nach draußen lenkt. Und dann können Sie bequem von hier gucken und sehen dann ins Unendliche. Und das Bauprinzip ist erstaunlich erfolgreich, wenn Sie mal vergleichen, Newtons erstes Teleskop und das Hubble-Weltraumteleskop. Also haben doch eine gewisse strukturelle Ähnlichkeit. Und sozusagen, es gibt dann... Also die verschiedensten Varianten, wie man solche Spiegelteleskope bauen kann. Hier ist das Newton'sche, das ist der Lichtweg drin und man kann also auf verschiedene Art und Weisen das Licht hier rausspiegeln. Ja, je nachdem, wie man diesen zweiten Spiegel anordnet, gibt es zig verschiedene Varianten. Und schon 1789, also rund 100 Jahre vor der anderen Linse, hatte William Herschel ein 1,2 Meter Teleskop damit gebaut. Der war also sozusagen von der Größe her, vom Lichtsammelvermögen, den Linsenteleskopen schnell vorne dran. Man sieht hier also die Konstruktion, die er da gehabt hat. Also das ist offensichtlich auf Rädern im Kreis gelaufen und dann musste man mit Seilzügen eben die Höhe einstellen. Die Idee der äquatorialen Montierung hätte ihm wahrscheinlich auch geholfen. Dieses Teleskop war kein Erfolg, weil es war unbeweglich, instabil
Und es war in England aufgestellt. Das ist auch nicht besonders clever. Also, ja, Astronomie ist leider wetterabhängig, ne? Aber das war sozusagen, glaube ich, so ein bisschen der Startpunkt, wo so ein Wettrüsten begann über die größten Teleskope. Da gab es ein Teleskop 1845, Leviathan wurde das genannt, mit 1,83 Meter. Aber auch dieses Teleskop hatte noch keine Nachführung. Und das erste Teleskop mit einer funktionierenden Nachführung war dann 1908 mit 1,52 Meter auf dem Mount Wilson. 1917 wurde ein 2,54 Meter Teleskop, das sind 100 Zoll, darum ist diese Zahl, das ist auch das, was hier abgebildet ist, gebaut, was also für ungefähr, naja, die folgenden 30, 40 Jahre wirklich der Marktführer war. 5 Meter Teleskop gab es 1948, das 6 Meter Teleskop 1975. Und man sieht also, so richtig schnell größer geworden ist es da auch nicht mehr. Auch da läuft man in Probleme. Und zwar die Probleme der Spiegelteleskope sind, dass man zunächst mal einen möglichst dicken Spiegel will, damit er stabil ist. Aber man möchte auch, dass der Spiegel die gleiche Temperatur hat wie die Umgebung. Man möchte also eigentlich, dass der möglichst wenig Masse hat. Und es zeigt sich sozusagen, dass wenn man die beiden Dinge gegeneinander kämpfen lässt, dass ungefähr ein 50 cm Spiegel so die Grenze des Machbaren ist. Wenn Sie zum Beispiel den Palomar 5-Meter-Spiegel nehmen und die Temperatur ändern, dann braucht der 3 Wochen, bis er sich vollkommen angepasst hat. Das ist so ein dicker Glasklotz, ja, der braucht eben so lang. Aber man ist sozusagen dann in den 80er Jahren auf eine Idee gekommen, was man machen kann. Wenn sozusagen man kann den Spiegel tatsächlich dünn halten, dann ist er nicht mehr stabil, aber man setzt ihn eben auf ein Bett von lauter kleinen Aktuatoren, die den Spiegel in jeder Position wieder in die Form drücken, wie er eigentlich sein soll. Also der verformt sich ein bisschen, weil man jetzt schräg guckt, aber sozusagen von hinten wird er jetzt wieder so gedrückt, dass er wieder in Form ist. Ja? Also das ist sozusagen die Grundlage der aktiven Optik, die also die Spiegel in Form hält. Und heute ist der Standard, sind die 8 bis 10 Meter Teleskope. Hier sind 3 Stück, das VLT in Chile, das Gemini-Teleskop in Hawaii, das Keck-Teleskop in Hawaii. Das sind also diese Keck-Teleskope mit 10 Meter Durchmesser sozusagen die größten, die es zurzeit funktionsfähig gibt. Nun, was macht man mit einem Teleskop? Die einfachste Idee ist natürlich, durchzuschauen. Das macht heute keiner mehr, weil das sozusagen sehr, sehr schwierig ist. Dann müsste man ja jeden, der sich auch davon überzeugen will, auch wieder durchgucken lassen. Es ist viel einfacher, ein Foto zu machen, ja, und das Foto zu zeigen. Und das ist sozusagen die Grundidee, dass man also ein Teleskop nimmt und schöne Bilder macht, hier von einer Spiralgalaxie, oder hier zum Beispiel von einem sterbenden Stern, der seine äußeren Hüllen abgeworfen hat. Und Sie sehen, also da kann man auch manchmal sozusagen Glück haben. Ja? Hier im Hintergrund liegt noch eine Galaxie. Das eine Objekt ist vielleicht 400 Lichtjahre weg, das andere Objekt ist vermutlich Millionen Lichtjahre weg. Ja? Also da schaut man eben in sehr, sehr verschiedene Richtungen. Nun, jetzt haben wir ein schönes Teleskop, aber wie gesagt, wir stehen noch unterhalb der Erdatmosphäre. Wir sind sozusagen auf dem Boden. Und wenn man sich den Mond zum Beispiel anschaut, also wenn Sie ein Teleskop nehmen, den Mond anschauen, dann wackelt er so in seinen Bildern. Ja? Also man sieht, die Luftunruhe ist furchtbar. Und es gibt allerdings inzwischen eine Technik, die sozusagen so clever ist, dass sie dieses schlimme Bild eines Sterns, was die Erdatmosphäre macht, korrigiert. Und dann ist der Stern scharf und das passiert ihm ganz gleich. Jetzt ist diese Technik eingeschaltet in diesem Filmchen. Und das ist sozusagen erst, also Sie erinnern sich, 15 cm war die Grenze, bis wohin sich von der Schärfe ein Teleskop lohnt. Und erst wenn Sie größer werden als das, also erst wenn Sie dieses Problem überwunden haben, lohnt es sich wirklich größer zu werden. Und die Technik dazu ist die sogenannte adaptive Optik. Die funktioniert so, dass man einen Spiegel im Strahlengang so verbiegt, dass er das Bild wieder gerade macht. Sie sehen hier zum Beispiel Lichtwellen, die eben ankommen, werden durch die Atmosphäre verbogen, abgebildet und man kriegt ein Bild, was aussieht wie irgendwas. Und wenn ich jetzt diesen blauen Spiegel genauso schlau verbiege, dass er die Wellen wieder gerade biegt, dann wird das Bild hinten wieder scharf. Und eigentlich eine gute Idee. Das Problem ist nur, man muss das 2000 Mal pro Sekunde machen. Also das heißt, es ist kein Problem mehr, wo Sie den Student hinsetzen, der soll das mal machen, ja? Sondern da brauchen Sie einen Computer dazu. Und das war lange Zeit die große Limitierung dabei, dass man sozusagen die Messung durchführen kann und 2000 Mal pro Sekunde wieder nehmen kann. Heute ist es sozusagen von der Realtime-Anwendung her nicht mehr besonders kritisch. Vermutlich kann es jedes Telefon, was Sie in der Tasche dabei haben, könnte es tun. Ja. Aber natürlich gibt es andere Limits, wie zum Beispiel die Detektion. Und
ich würde mal sagen, eine der größten Erfolgsgeschichten, die man damit gehabt hat, ist ein Blick ins Zentrum der Milchstraße. Das ist das Forschungsgebiet, an dem ich selbst arbeite. Hier ist dieses Zentrum der Milchstraße mit schönen Sternen, wenn man keine adaptive Optik zur Verfügung hat. Und wenn Sie die adaptive Optik zur Verfügung haben, dann sieht das gleiche Bild so aus. Und der Zugewinn an Schärfe ist ein Faktor 20 oder sowas. Ja, das ist einfach 8 Meter durch 15 Zentimeter. Nee, ist noch viel größer die Zahl, ist eher 60 oder so. Sie sehen also, was für ein Zugewinn an Informationen das eben ermöglicht. Und die Arbeitsgruppe, in die ich im Jahr 2004 hier gekommen bin, die hat seit 1992 dieses Gebiet untersucht, seit 2002 mit adaptiver Optik. Und hier sind zwei Bilder aus dem zentralen Bereich herausgenommen. Das sind sozusagen aus dieser Ecke hier das herausgenommen. Und Sie sehen, dass die Bilder verschieden aussehen. Dass also das linke Bild anders aussieht als das rechte Bild. Und jetzt ist ganz einfach, ich mache jedes Jahr ein Bild und hänge die Bilder hintereinander. Und was man dann sieht, ist, dieses Filmchen hier besteht aus 16 einzelnen Bildern. Und wenn wir jetzt sozusagen versuchen, das nachzumalen, was die Sterne da tun, sieht man im nächsten Filmchen, wenn ich die Linien nachmale, dass die sich auf Ellipsenbahnen bewegen. Und das ist sozusagen ein ganz starkes Zeichen dafür, dass diese Sterne der Schwerkraft unterliegen. Die wirbeln offensichtlich um etwas herum, was wesentlich schwerer ist als sie selbst. Und wenn Sie ein bisschen Physik studiert haben, ich würde denken, drittes Semester reicht an der Stelle, dann können Sie ausrechnen, wie schwer die Masse ist. Wenn Sie nämlich nur wissen, wie groß ist der Abstand, das ist da oben angegeben, 10 Lichttage ist sozusagen die Strecke. Und wenn Sie wissen, dass dieses Filmchen 16 Jahre läuft, mehr Informationen brauchen Sie nicht. Noch die Newtonsche Gravitationskonstante, die steht aber in jedem Physikbuch drin. Und das Ergebnis ist vollkommen frappierend. Das sind 4 Millionen Sonnenmassen an dieser Stelle. Und als dieses Ergebnis im Jahr 2002 veröffentlicht wurde, da war sozusagen eigentlich nur wow. Und das war sozusagen der Beweis, dass die Leute wussten, schwarze Löcher, das ist real. Also schwarze Löcher, das gibt es wirklich. Also das ist sozusagen passiert, während ich eine Doktorarbeit in Heidelberg gemacht habe. Und darum war mir klar, ich möchte hier nach München kommen und bei dieser Gruppe mitmachen, weil das einfach so fantastisch ist. Der nächste große Schritt, der da geplant ist, ist ein 39-Meter-Teleskop. Das ist sozusagen das, wo diese Forschergemeinde hin möchte. Sie sehen hier einen Vergleich, wie groß dieses Teleskop wäre im Vergleich zu den Teleskopen in Chile, die 8 Meter groß sind, auch im Vergleich zum Brandenburger Tor, wo man Gaucho-Tänze vollführt und sowas. Und also dieser Durchmesser hier sind 39 Meter. Und das ist also ein großes Projekt. Die Kosten für so ein Projekt belaufen sich auf etwa 1 Milliarde Euro. Das ist sozusagen, die Bundesregierung hat jedes Jahr 400 Milliarden Euro zur Verfügung. Aber es ist natürlich ein europäisches Projekt, also sprich, die ganzen europäischen Staaten würden dazu beitragen. Das heißt also, was auf ein einzelnes Land entfällt, ist nicht so viel. Aber es gibt natürlich sehr viele Forschungsrichtungen auf der Welt. Ja. Also das muss sich natürlich durchsetzen gegen andere Forschungsprojekte. Und im Moment ist sozusagen sowas wie 80% des Geldes im Topf, aber noch nicht da. Nun, was würde man damit sehen? Das kann man simulieren und hier ist, Sie sehen hier sozusagen links nochmal die Daten, wie wir sie heute ungefähr kriegen. Das hier wäre sozusagen das Maximum, was man kriegen kann und das wäre das, was man kriegt, wenn man dieses neue Teleskop verwenden kann für die gleiche Art an Messung. Schauen Sie mal, wie wild da die Sterne dann umeinander wirbeln. Also was für ein Gewusel an Sternen. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass das unglaublich genauere Messungen dann ermöglicht, einfach dadurch, dass man eben nicht nur 10 Sterne hat, sondern da hätte man eben in der Größenordnung von 100 Sternen. In dem nächsten Filmchen hier ist sozusagen einfach nochmal ein Zoom gezeigt, wo, um das ein bisschen am Himmel zu verorten. Sie sehen also hier die Milchstraße mit dem Sternbild Schütze und Skorpion. Wir zoomen da hinein und Sie sehen, dass man irgendwann nichts mehr richtig sieht, weil man in diese Staubwolken hineinschaut. Und man braucht dann rötere Wellenlängen. Das passiert jetzt, dass wir also nicht nur im sichtbaren Licht schauen, sondern im Infraroten. Und wenn man die Wellenlänge immer röter macht, dann kann man eben durch diesen Staub hindurchschauen. Und was man dann jetzt hier sieht, ist das, also der zentrale Sternhaufen. Sie sehen, wie dicht die Sterne da gepackt sind. Das Bild erscheint ein bisschen unscharf. Das ist jetzt der Punkt, wo Sie die adaptive Optik einschalten müssen, weil Sie sonst nichts mehr sehen. Und wenn man das tut, dann ist das sozusagen der zentrale Bereich der Milchstraße, wo man eben
Geduld genug hat, ja, 16 Jahre ist jetzt ein bisschen länger als die Doktorarbeit, die man so machen möchte, aber als wissenschaftliches Institut kann man das schon tun. Also die Amtszeiten von Professoren sind ja länger als 16 Jahre. Und das Modell, was man sozusagen braucht, um die Bewegung all dieser Sterne zu beschreiben, sind in der Größenordnung von 40 Stück. Es ist sehr, sehr simpel. Man braucht eigentlich nur ein Modell, was einen einzigen freien Parameter hat, was sozusagen durch eine Zahl charakterisiert ist. Und das ist die Masse von der die Masse, die im Zentrum sitzen muss, und das ist eben 4 Millionen. Nun, wir schauen dieses Gebiet sehr lange an und im Jahr 2011 haben wir ein cooles Objekt entdeckt. Das ist cool in dem Sinn, dass es wirklich kühl ist. Auf der linken Seite sehen Sie sozusagen unsere Standarddaten. Die werden aufgenommen bei einer Wellenlänge von 2 Mikrometer. Wenn wir beim Teleskop sind und das Wetter ist nicht besonders gut zu uns, dann funktionieren diese Bilder nicht. Die werden total verwaschen. Und das, was man dann machen kann, ist, man kann bei einer längeren Wellenlänge beobachten, wo die adaptive Optik noch funktioniert. Und das sind sozusagen dann Daten von zweiter Qualitätsstufe. Und das passiert natürlich immer wieder, dass man solche Daten hat. Und wir haben die sozusagen sehr stiefmütterlich behandelt. Wir hatten da eben seit ungefähr 10 Jahren dann Daten rumliegen, aber die nie besonders gut angeschaut. Und wir haben erst im Jahr 2011 uns mal sozusagen systematisch auf die Suche gemacht, was ist denn der Unterschied zwischen den Bildern, die bei 2 Mikrometer aufgenommen wurden und denen bei 4 Mikrometern. Würden Sie sagen, ist kein großer Unterschied? Ja, aber schauen Sie mal hier, also da, wo das schwarze Loch ist, okay, aber hier relativ in der Nähe sieht man eben ein Objekt, was bei 4 Mikrometer zu sehen ist, aber nicht bei 2 Mikrometer. Sie sehen auch hier zum Beispiel, dieses Gebilde fehlt hier drüben auch fast vollständig. Auf der linken Seite, da sieht man Gebilde, die eine Temperatur haben von ungefähr 4000 bis 10.000 Grad. Auf der rechten Seite ist die typische Temperatur nur 600 Grad. Also das ist kaum, also ungefähr Pizzaofentemperatur. Das heißt also, da sieht man kühlere Dinge. Die Sterne sieht man natürlich auch, aber man sieht eben auch kühlere Dinge. Und die Tatsache, dass dieses Objekt hier drüben fehlt, bedeutet, dass es also nicht heißer sein kann als etwa 700 Grad. Und 700 Grad, das ist so kalt, das kann kein Stern mehr sein. Ein Stern hat eben als Minimumtemperatur sowas wie 2000 Grad. Dieses Gebilde war kein Stern. Das war uns sozusagen aus dem Vergleich dieser Bilder sofort klar. Und was es ist, ist eben etwas, was kühler sein kann, das sind Gaswolken im Weltall, die ein Stückchen Staub mit drin haben und diesen Staub sieht man. Und wir konnten sozusagen in diesen B-Daten das Objekt zurückverfolgen, also die gelbe Position ist da, wo das schwarze Loch ist und Sie sehen, der Pfeil markiert also, wie dieses Gebilde auf das schwarze Loch zugeflogen ist. Sie sehen da also, hier 2003 war der Abstand relativ groß und 2012 war er dann sehr klein geworden. Also das Gebilde flog sozusagen doch relativ direkt auf das schwarze Loch zu. Da wird man natürlich hellhörig. Und sozusagen, um die volle Schönheit dieses Experiments zu verstehen, muss ich Sie jetzt leider noch mal ein Stück weit in die Teleskoptechnik entführen, nämlich in die Spektroskopie, wie man also Licht in seine Farben zerlegen kann. Licht ist farbig, also selbst das weiße Sonnenlicht besteht ja aus verschiedenen Farben. Sie sehen hier zum Beispiel einen natürlichen Spektrographen, nämlich der eines Regenbogens. Auf der rechten Seite ist das mit einem Stückchen Glas gemacht, ein Glasprisma, auch mit dem kann man sozusagen das Licht in seine Farben zerlegen. Oder wenn Sie auf dem Weihnachtsmarkt sich so ein, ich weiß, wissen meistens schon in Holz, gibt es so hübsche Kristallkügelchen, die das so bunte Flecken machen, das ist nichts anderes als beruht auf diesem Prismeneffekt. Und diese Spektren, die man da erhält, die sind sozusagen so wertvoll, dass, also das ist, glaube ich, die größte Erfindung in der Astronomie überhaupt, dass man sich Spektren anschauen kann. Sie sehen hier zum Beispiel das Sonnenspektrum. Da ist sozusagen erstmal nicht viel dran zu sehen, aber das liegt hier nur an der Auflösung. In Wirklichkeit ist sozusagen in so einem Spektrum, sieht man häufig schwarze Linien oder man sieht helle Linien. Und diese Linien rühren immer von dem Gas her, durch das sozusagen das Licht durch musste. Wenn man sozusagen eine Lichtquelle hat, die geht durch Gas durch, dann sieht man so schwarze Linien. Die meisten schwarzen Linien, die wir zum Beispiel im Spektrum von den Sternen sehen, die kommen von der Lufthülle der Erde, sinnigerweise. Die prägen das dem auf. Aber es gibt eben auch Gas, was an der Oberfläche des Sterns ist. Auch das prägt dem Stern solche Linien auf. Während hingegen, wenn Sie das Leuchten einer Gaswolke selbst sehen, dann sehen Sie einzelne Emissionslinien. Dann sehen Sie sozusagen das Licht von den Atomen. Also
Man kann sich sozusagen vorstellen, hier geht Licht durch und dieses Licht, das wird hier absorbiert und wird in alle Richtungen wieder ausgesendet, genau bei diesen Wellenlängen. Also die Menge an Licht, die herein und raus geht in diese Gaswolke, ist gleich. Was nach oben rechts fehlt, kommt eben unten in dieser Linienemission raus. Und diese Linien sind unglaublich wertvoll. Zum Beispiel hier dieser Effekt. Die Linien ändern ihre Lage im Spektrum, je nachdem, ob sich ein Ding auf uns zubewegt oder von uns wegbewegt. Sie haben vermutlich von so einem, also dieses Prinzip auch schon verwendet, wenn Sie zum Beispiel von der Polizei geblitzt wurden. Viele Messgeräte funktionieren so, dass die sozusagen einen Strahl auf ihr Auto senden und die Reflexion ist dann sozusagen die Summe aus den beiden Geschwindigkeiten und das verschiebt dann die Frequenz und das wird detektiert und damit können die leider sehr genau messen, wie schnell sich dieses Auto bewegt. Also das geht erstaunlich genau und die Toleranzen, die da drin sind, die sind total konservativ. Ja? Also das geht viel genauer. Das ist also, und bei Sternen funktioniert das ganz genauso. Ja? Sie müssen sich vorstellen, Sie nehmen einen Stern, machen ein Spektrum davon, schauen sich an, wo die Linien sind und Sie wissen, wie schnell sich dieser Stern von mir wegbewegt oder auf mich zufliegt. Das ist unglaublich stark, die Methode, ja? Dass Sie also mit so einem Spektrum das können. Das andere ist, dass die Spektren auch sowas wie Fingerabdrücke sind. Jeder Stern ist ein Individuum und man kann sozusagen genau seine Zusammensetzung verstehen, wenn man nur diese Zusammensetzung der Linien versteht. Also man kann natürlich seine Temperatur sehr genau bestimmt, das ist hier gezeigt. Ja, also die relativen Linienstärken sagen einem sehr genau die Temperatur. Aber man kann eben auch die Zusammensetzung der Atmosphäre des Sterns wunderbar lernen. Und wie erzeugt man solche Spektren? In der Praxis funktioniert das so, dass man eben Spektren mit einem Detektor aufnimmt. Ein Detektor ist nichts anderes als ein Fotobild. Und hat sinnigerweise zwei Dimensionen. Ja? Also das ist wie hinten in der Kamera dran, der Film oder der Detektor hat eben zwei Dimensionen. Und wenn Sie jetzt in einer Achse das Bild, was Sie sehen wollen, in die spektrale Dimension ausdehnen, dann bleibt Ihnen nur noch eine Dimension übrig für den Ort. Das bedeutet, Sie können Spektroskopie machen nur entlang eines Schlitzes. Sie können also, wenn Sie diesen großen Wagen hier spektroskopieren wollen, können Sie noch, also 2, 3, 4 Sterne kriegen Sie jetzt hier rein, ja? Aber Sie können nicht alle Sterne gleichzeitig spektroskopieren. Das geht nicht, einfach weil eben der Detektor nur 2 Dimensionen Platz hat. Das funktioniert eben leider nicht. Und die Frage ist so ein bisschen, was ist denn das Beste? Was soll man mit seinem Teleskop machen? Soll man Bilder machen auf der linken Seite oder soll man Spektren aufnehmen? Und das ist die gleiche Frage, die Sie sich stellen müssen. Ja? Wollen Sie lieber sehen oder wollen Sie lieber hören? Wenn Sie sehen, dann haben Sie eine sehr gute räumliche Auflösung. Das Auge ist ganz, ganz toll in der räumlichen Auflösung. Spektral, also in der Farbdimension, ist es ein bisschen mau. Also wir können ja mit dem bloßen Auge vielleicht 300 Farben unterscheiden oder so. Ist nicht besonders toll, ja? Also wie viel das geht. Wenn Sie hingegen sich fürs Hören entscheiden, haben Sie eine ganz tolle spektrale Auflösung. Ja? Sie können ein Orchester hören mit 100 Instrumenten und wenn Sie geübt sind, hören Sie jedes einzelne Instrument, wie es falsch spielt oder nicht. Also so gut kann das Auge Farben nicht auseinanderhalten. Aber dafür ist die räumliche Auflösung sehr moderat. Ja, Sie wissen ja manchmal nicht, ob vorne oder hinten oder also aus welcher Richtung das Geräusch genau kommt. Und genau das Gleiche muss man sich eben auch bei Licht entscheiden. Wollen wir lieber sehen oder wollen wir lieber hören? Und die Antwort ist natürlich, wir wollen beides. Also, und was man eigentlich möchte, sind sogenannte Datenkuben. Wir wollen eigentlich sozusagen, dass wir eine dreidimensionale Datenstruktur haben, also ein Bild, wo jetzt aber in jedem Punkt die volle Farbinformation vorhanden ist. Wir wollen also einen Datenkubus. Und lustigerweise ist das genau eine Technik, die in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren entwickelt wurde. Wie man also tatsächlich also das schafft, diese Spektroskopie im gesamten Bild zu machen. Und der Trick ist, wenn Sie es jetzt sehen, dann lachen Sie drüber, ja, ist wieder furchtbar einfach. Und zwar, man geht zurück in den Kindergarten, wo man auch ein Bild zerschneiden kann in einen ganz langen Spaghetti, ja. Das ist also genau die gleiche Idee. Sie zerschneiden dieses Bild, hängen die einzelnen Schnipsel hintereinander und dann haben Sie einen Spalt und von dem können Sie Spektroskopie machen. Sie müssen also nur was erfinden, was in der Lage ist, das 2D-Bild in einen ganz langen Schlitz zu verwandeln. Und das ist nicht besonders schwierig, sozusagen, wie das funktioniert, ist hier gezeigt. Sie sehen hier das Bild am Himmel, eine Galaxie, und dann hat man sozusagen einen Stapel von Spiegeln, die alle ein bisschen gegeneinander verdreht sind und die ihr jeweiliges Stück auf Himmel auf eine andere Linse lenken und dann kriegen sie so optischen einen Spalt hin. Also so ist das Prinzip. Bei uns am Institut wurde sowas im Jahr 2004 gebaut. Sie sehen hier
wie das aussieht. Sie sehen, also das ist eine Münze im Vergleich, diese ganzen kleinen Spiegel, wie die gegeneinander verdreht sind. Ja, das ist also dieser Bildfeldzerteiler, der also das Zerschneiden macht. Sie sehen, der leuchtet so schön golden. Gold ist bei weitem das beste Element, um Reflexionen zu haben. Aber keine Sorge, das besteht aus Glas und ist nur dünn vergoldet. Ja? Also nicht das ganze Ding aus Gold. Das könnte sich keiner leisten. Und hier ist dieses Gebilde und dann hier sind sozusagen diese Sammellinsen, die in dem Fall hier wieder als Spiegel gemacht sind. Das Instrument selbst hängt dann am VLT. Das ist nochmal dieser 8-Meter-Spiegel. Hier unten dran hängt es. Das ist da drin eingebaut. Das ist also dann ein Kessel von ungefähr so 1,20 Meter oder so Durchmesser. Und damit schafft man also tatsächlich, also dass man Spektroskopie macht, nicht nur entlang einer Achse, sondern 2D-Spektroskopie. Das heißt, wir können tatsächlich vom Himmel, also das Bildfeld nehmen und komplett davon Spektroskopie machen. Und eine Variante, was man dann machen kann, ist, also wenn Sie im Computer mal so einen Datenkubus haben, dann können Sie zum Beispiel sich vornehmen, ich möchte jetzt bei dieser Wellenlänge einfach schauen, wie das aussieht. Zum Beispiel, Sie schneiden also diesen Kubus an der Stelle durch, wo Sie es gerade interessiert, klappen den auf und gucken, wie er da aussieht. Wenn ich das zum Beispiel hier mache, das ist bei einer bestimmten Gaslinie jetzt gemacht, dann sehen Sie die zweidimensionale Verteilung des Gases, was sich nicht bewegt. Aber Sie können jetzt natürlich diesen Schnitt ein bisschen hoch und runter bewegen. Sie könnten bei einer anderen Farbe schneiden. Und was Sie dann tun, ist, Sie gehen sozusagen zu einer anderen Wellenlänge und das entspricht einer anderen Geschwindigkeit. Und Sie können zum Beispiel in diesem speziellen Datensatz, können Sie auf eine Wellenlänge gehen, die einem Geschwindigkeitsunterschied von 1300 Kilometer pro Sekunde entspricht. Und wenn man das tut, dann erstaunlicherweise sieht man da ein sehr, sehr helles Leuchten, was nämlich genau in der Position übereinstimmt mit der Position, die ich Ihnen eben gezeigt habe, wo die Wolke ist. Das heißt, sozusagen, wir haben die Wolke nicht nur gesehen, wie sie sich entlang dieser gekrümmten Bahn bewegt am Himmel, sondern wir wissen auch, wie schnell sie sich in der Radialgeschwindigkeit bewegt. Und die ganze Information kann ich hier zusammenstellen. Sie sehen hier, wie die Wolke sich auf das Schwarze Loch zubewegt. Das waren die Bilder. Und hier sehen Sie aus den Spektren, die wir haben. Da sehen Sie auch, wie die Wolke sich dem Schwarzen Loch annähert und wie sie immer schneller wird dabei. Die fällt wirklich auf das Schwarze Loch zu, ja? Und während sie fällt, wird sie schneller. Und dann können Sie natürlich sozusagen dann Orbit fitten. Das Ergebnis ist, dass sich die Wolke hier mit 3000 Kilometer pro Sekunde bewegt. Die Bahn ist sehr elliptisch. Die Umlaufdauer, wenn sie komplett umlaufen würde, wird 200 Jahre. Und was eben besonders interessant war, wir konnten voraussagen, dass diese Wolke beim Schwarzen Loch ankommt im Jahre 2014. Das ist heuer. Also was passiert mit einer Gaswolke, die Sie auf ein schwarzes Loch werfen? Hier ist sozusagen ein Gaswölkchen genommen, auf das schwarze Loch zugeworfen, was hier weiß gemalt ist. Und was Sie sehen, ist, dass diese Gaswolke komplett auseinandergerissen wird. Ja? Also das ist das Gleiche, kennen Sie vielleicht diese berühmten Animationen, wenn man einem schwarzen Loch zu nahe kommt, dann wird man also spaghettifiziert. Und genau das Gleiche passiert also mit so einer Gaswolke. Und erstaunlicherweise konnten wir genau das sehen. Und dazu brauchen wir wieder unsere Kuben. Sie können ja sozusagen den Kubus jetzt nicht nur so schneiden, Sie können auch den Kubus schneiden, wie Sie ein Stück Kuchen schneiden würden. So rum. Und was man dann kriegt, ist ein Diagramm, was in einer Achse die Farbe hat, also die Wellenlänge, und in der anderen Achse den Ort. So ein Diagramm sieht so aus, also in eine Richtung Position, in die andere Wellenlänge. Wenn Sie zum Beispiel etwas haben, was an einer Position ist und bei allen Wellenlängen leuchtet, das ist ein Stern. Wenn Sie etwas haben, was sozusagen bei einer Wellenlänge leuchtet, aber an jeder Stelle, dann ist es vermutlich irgendeine Absorptionslinie, die überall vorhanden ist. Und wenn Sie Kinder haben, wissen Sie, dass man einen Kuchen nicht nur schön säuberlich schneiden kann, sondern man kann einen Kuchen auch mit lustigen Figuren schneiden, ja? Was Kinder in der Sahnetorte vielleicht gerne tun. Und natürlich gibt es eine schlaue Art, wie man den Kubus schneiden kann. Das ist entlang des Orbits. Sie können sozusagen, also jetzt hier entlang des Orbits der Gaswolke durch den Kubus durchschneiden. Das ist sinnvollerweise natürlich das, was man tun sollte. Und Sie sehen, dass das würde nicht funktionieren, wenn die Daten nicht dreidimensional wären von sich aus. Diesen Schnitt, den hätte ich auch sozusagen mit dem klassischen Spektrographen hingekriegt. Aber so eine gekrümmte Linie, dazu brauche ich eben dreidimensionale Daten. Was man dann sieht, ist hier, sieht erstmal nicht anders aus, aber schauen Sie mal auf das Detail hier oben. Was Sie sehen, ist sozusagen eine Emissionslinie. So weit, so gut. Und wenn Sie aber genau hinschauen, sehen Sie ein bisschen daneben,
also bei einer etwas anderen Wellenlänge, sehen Sie die Emission, das ist genau die Emission der Gaswolke. Jetzt stört uns in dem Bild sozusagen also dieses senkrechte Licht und das waagrechte Licht. Wenn man das mal alles wegretuschiert, was dann übrig bleibt, ist das hier. Und das ist genau die Emission der Gaswolke. Und solche Diagramme habe ich erzeugt. Insgesamt sind das jetzt 9 Stück. Das ist also das schlechteste Filmchen, was Sie je sehen im Leben. Besteht gerade mal aus 9 Bildern. Aber es geht auch über ungefähr 10 Jahre. Hier ist sozusagen unser erstes Bild 2004. Sie sehen hier, also ist nicht besonders beeindruckend, ein Gebilde, was kompakt beisammen ist. Auch im Jahr 2006 hat es sich ein bisschen bewegt. Sie sehen, das hat sich also ein bisschen vorwärts bewegt, aber nicht viel ist passiert. 2008 ändert sich das dann. Sie sehen, es hat sich weiter bewegt, aber Sie sehen auch, dieses Gebilde ist gekippt. Das bedeutet, dass das, was weiter vorne ist, ist bei einer höheren Geschwindigkeit. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Stellen Sie sich vor, Sie steigen am Münchner Hauptbahnhof ein. Und dann nicht in 10 Minuten, aber wenn Sie sozusagen feststellen, dass die Lokomotive schneller fährt als der letzte Wagen. Das ist nicht besonders gut, ja? Und also das genau sehen wir hier. Vorne ist schneller als hinten. Und schauen Sie sich mal an, wie sich das entwickelt. 2010 hat sich das weiterentwickelt. 2011 nochmal deutlicher. Das war der Moment, wo wir es entdeckt hatten. Darum waren wir da sehr aufgeregt dann. 2012 hat sich das nochmal sozusagen verstärkt. 2013, schauen Sie sich mal an, ja, dieses Gebilde ist jetzt hier hinten gerade bei 1500 und da vorne bei 3000 Kilometer pro Sekunde. Ja, also ein riesiger Geschwindigkeitsunterschied. April 2013, August, September 2013, dieses Jahr April. Die Daten sind seit gestern öffentlich, ich darf es Ihnen zeigen. Und ich habe Ihnen jetzt aber eigentlich nur die halbe Wahrheit gezeigt. Wenn Sie nochmal zurückgehen zu dem April 2013-Diagramm, ich habe Ihnen nur gezeigt, was hier sozusagen bei positiven Geschwindigkeiten ist. Wenn ich Ihnen zeige, was bei negativen Geschwindigkeiten ist, dann sehen Sie, dass hier auch schon was angekommen ist. Sie sehen hier den Orbit und Sie sehen, dass ein Teil auf die andere Seite rübergeschwungen ist. Und wenn man das sozusagen jetzt nochmal anschaut, wie das im Jahr 2014 aussieht, dann sehen Sie, dass nicht nur, also hier sind vielleicht 20% auf der anderen Seite, hier ist es 50-50, würde man sagen. Das ist genau der Punkt, dass sozusagen die Wolke im Jahr 2014 eben auf beiden Seiten liegt. Und hier nochmal in der Zusammenschau sehen Sie also, wie vom Jahr 2008 bis 2014, also die Wolke auf das Schwarze Loch zufliegt, dabei immer länger wird, immer weiter die Geschwindigkeit vorne größer ist als hinten. Und im Jahr 2013 ist zum ersten Mal was auf der anderen Seite und im Jahr 2014 ist eben die Hälfte auf der anderen Seite angekommen. Und wenn Sie jetzt sagen, das sieht ja nicht so aus wie diese Simulation, wenn ich diese Simulation in den gleichen Koordinaten male, also das ist genau die gleiche Simulation, nur anders dargestellt, dann sehen Sie, dass das sehr, sehr genau dem entspricht, was passiert, wenn man eine Gaswolke auf das Schwarze Loch wirft. Man sieht auch, dass dieser Vorbeiflug, der hat 2013 schon angefangen und 2014 findet er immer noch statt. Ja? Also, und das ist sozusagen so ähnlich, wie wenn Sie also so einen Achterbahnzug haben. Ja? Das dauert eben ein bisschen. Man kann nicht sagen, wann genau ist jetzt dieser Wagen oder der Zug vorbeigefahren. Der erste Wagen kommt eben früher an als der letzte. Das dauert ein Jahr, bis das vorbeigeflogen ist. Also die Gaswolke, die war 2008 kompakt und hat sich in den folgenden 5 Jahren in einen langen Spaghetti verwandelt, der sozusagen da durchfliegt. Und vielleicht ist die beste Variante zu erklären, eine Analogie. Sie sehen hier eine Szene und wenn Sie ein Fan des blauen Teams sind, dann freuen Sie sich ungemein über diese Situation, weil Sie wissen nämlich, was passieren wird. Ja? Und es erfüllt Sie mit Freude, dass jetzt der blaue Spieler da was hineintut. Und auch wenn Sie wissen, was passiert, Sie wollen das trotzdem sehen. Ja? Sie gehen jetzt nicht auf die Toilette. Obwohl Sie eigentlich sehr genau wissen, was passiert. Macht keinen Sinn. Ja? Es macht mehr Sinn, das normale Spiel anzuschauen, weil da weiß man nicht, was passiert. Hier wissen Sie, was passiert. Und also das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Wir wissen natürlich genau, was passieren sollte, wenn so eine Gaswolke das tut. Aber es ist eben doch nochmal was ganz anderes, wenn man das dann tatsächlich selbst am Teleskop sehen darf. Und dann möchte ich noch vielleicht argumentieren, dass es sich manchmal doch lohnt, hinzuschauen. Schauen Sie sich mal an, wie dieser Elfmeter dann abläuft. Also manchmal lohnt es sich dann, die Details auch noch anzuschauen. Nun, wenn Sie also
in das galaktische Zentrum schauen, Sie sehen da die Sternchen, die um das Schwarze Loch herumwirbeln, ein heilloses Chaos. Das sieht also aus wie so ein Bienenschwarm. Die fliegen alle in die verschiedensten Richtungen umeinander. Da ist keine Struktur drin. Das ist allerdings nicht ganz richtig, und zwar in dem Moment, wo Sie Ihren Fokus ein bisschen verändern, wenn Sie ein bisschen rausgehen, dann sehen Sie, dass es da sozusagen jetzt eine präferierte Ebene gibt, in der die Sterne vor allem umlaufen. In der Nähe des Schwarzen Lochs ist alles verwirbelt, aber in einem etwas größeren Abstand befinden sich die meisten Sterne in der Scheibe. Sie sehen, dass die also relativ beieinander sind, die Ebenen von diesen Sternen weiter draußen. Und erstaunlicherweise ist es nun so, dass der Orbit dieser Gaswolke in der gleichen Ebene liegt. Das ist also sehr verdächtig. Das bedeutet, die Gaswolke kommt vermutlich eben von einem dieser Sterne in der Scheibe. Und glücklicherweise haben wir einen Kollegen in Chile, der schon 2006 sich die angeschaut hat, was diese Sterne machen, wenn die also in dieser Scheibe umeinander fliegen. Diese Sterne sind alle sehr hell und die haben alle sehr starke Winde. Sie sehen hier die Simulation, die wurde von einem Theoretiker gemacht. Die Sterne sind alle schwarz. Das sind natürlich eigentlich hellleuchtende Gebilde. Und alle diese Sterne haben einen Wind, der wie der Sonnenwind hinausbläst. Und Sie sehen, dass da eine Unzahl von kleinen Klümpchen entsteht. Und vielleicht sehen wir eben gerade da ein Klümpchen, das unglücklich genug war, auf das Schwarze Loch zuzufallen. Wir können ganz konkret fragen, welche Sterne können es sein? Ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Kandidaten. Dieser oder dieser können es gewesen sein, von dem das also ausgegangen ist. Nun, also da fällt eine Gaswolke auf ein schwarzes Loch. Sie ist diese Elfmetersituation, dass man eigentlich weiß, was passiert. Ein bisschen komplizierter ist der Fall schon noch. Die Gaswolke fällt nämlich nicht in ein Vakuum, sondern um ein schwarzes Loch herum ist eine Atmosphäre. Also wie die Erde auch hat ein schwarzes Loch, in der Regel eine dünne Gasatmosphäre, wo diese Gaswolke hindurchfällt. Und was dann passiert, das ist sozusagen schwer zu berechnen. Dazu braucht man hydrodynamische Simulationen. Das ist was, wo also sehr viel Computerpower für notwendig ist. Da braucht man sogenannte Supercomputer, die heute mit GPUs rechnen. Und was Sie hier in der Simulation sehen, ist, dass also diese Gaswolke auf das Schwarze Loch zufällt. Aber Sie sehen auch, dass durch die Wechselwirkung mit dem Umgebungsgas, also das ein bisschen anders aussieht. Jetzt ist es Spaghetti. Und wenn die Wolke vorbeifliegt, auf einmal fängt es an, sich total zu verwirbeln. Sehen Sie das, dass sozusagen das sieht jetzt auf wie so ein Tropfen im Kaffee, ja, so ein Milchtropfen im Kaffee. Das ist Hydrodynamik. Wenn wir das nochmal anschauen, weil das ist sehr lehrreich, dieses Video. Also am Anfang passiert mit der Wolke nicht viel. Das Einzige, was passiert ist, dass er in die Länge gezogen wird. Das ist jetzt immer zusehends der Effekt, dass vorne schneller ist als hinten. Das ist genau das, was passiert. Ein bisschen was geht hinten raus, ja, sieht man, also ein bisschen reibt es an der Atmosphäre, aber der wesentliche Effekt ist erstmal beim Hinfliegen, wie wir es gesehen haben, dass sie auseinandergezogen wird. Sie entwickelt sich zum Spaghetti und ungefähr jetzt, also ungefähr beim Vorbeiflug, ändert sich das Regime, dass sozusagen auf einmal die hydrodynamischen Effekte überhand nehmen. Und Sie können sich vorstellen, dass wir natürlich total gespannt sind zu gucken, ja, was jetzt da weiter passiert. Sehr, sehr dünn, aber sehr dicht gegenüber dem Umgebungsgas. Also die besteht aus etwa 100.000 Teilchen pro Kubikzentimeter, was aber immer noch ein Faktor 100 über der Umgebungsdichte ist. Und Sie sehen hier das Gleiche noch mit einer anderen Kamerafahrt, also wie da die Gaswolke zerrissen wird. Und wenn Sie jetzt hier diese Simulation anschauen, dann sehen Sie, dass es hier sozusagen jetzt einen Kanal an Gas gibt, der auf das Schwarze Loch zufällt. Und man muss vermuten, dass eben ein Teil der Gaswolke in das Schwarze Loch hineinfallen wird. Und wenn wir heute uns anschauen, wie das Schwarze Loch sich verhält, hier von 2007, dann sehen Sie, dass etwa, also hier ist das Schwarze Loch, und etwa einmal pro Nacht passiert es, dass an der Stelle auf einmal was aufleuchtet. Das ist ganz frappierend. Es leuchtet für circa 90 Minuten auf. Das ist also, Sie machen ein Bild, ist nichts zu sehen, gehen Kaffee holen, machen wieder ein Bild, auf einmal ist was zu sehen. Und also dieses Geflicker, was da passiert, ist vermutlich, dass in der Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch sozusagen ein bisschen Gas sehr heiß wird. Und das ist aber ein anderer Fall, als wenn sozusagen ein ganzer Gasschwung kommt. Was man dann erwartet, ist sozusagen, dass diese gesamte Scheibe an jeder Stelle anfängt zu leuchten. Und jetzt muss ich sagen, an der Stelle weiß man eigentlich nicht wirklich genau, was passieren wird. Vielleicht passiert ja sowas. Ja. Vielleicht
wäre es dann doch besser, dass wir da mal länger hinschauen. Und als Astronomen, als beobachtender Astronomen, denke ich, ist das ein ganz hervorragendes Schlusswort. Ja? Also wir wissen nicht, was passiert. Es ist absolut spannend, was passiert. Und am besten, wir nehmen unser Teleskop, schauen hin. Und ich denke, es bleibt spannend auch die nächsten Jahre, was mit dem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße passiert.